Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr wisst und schätzt es, dass wir am Anfang immer erklären, wo ihr uns findet, also außer in euren Ohren, weil da habt ihr uns schon gefunden, sonst da würdet ihr uns nicht hören. Aber ihr findet uns natürlich auch in Bild und Schönheit auf Social Media Kanälen, zum Beispiel auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok oder in sportlichen Kanälen wie Strava oder in, Fintech-Kanälen wie Steady und Patreon, wo ihr uns natürlich auch Geld geben könnt. Ihr findet uns auch neben den Donau-Kanälen, wo ihr uns laufend sehen könntet manchmal. Und ihr findet uns wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Einkaufskanal, wenn wir uns Bier nach Shop holen. Also Flo, wo findet man dich an welcher Kasse? Zwei. Kasse 2, das ist dem, was am längsten dauert, glaub mal. Immer. Immer Kasse 2. Richtig. Und du bist sicher immer der schreit, geh jetzt bitte eine eigene Kasse aufmachen, das sind schon 6 Leute. Na sicher, nachdem ich auch bei der Rewe arbeite, finde ich, habe ich mir das Recht verdient, beim Billa zu stehen und Kasse bitte zu schreien. Hat noch nie wer drauf gesagt, ist eh da? Na. Glaube ich nicht. Schade. So, und damit ihr auch wieder wisst, warum ihr uns länger als diese 1 Minute 30 zuhören solltet, dürfen wir auch dieses Mal wieder jemanden begrüßen, der mehr als blöde Laien auf Lager hat, sondern einen super interessanten Lebenslauf, verschiedene Abenteuer und wahrscheinlich einen sehr guten Grund, dass er ganz viel Zeit zu Fuß unterwegs ist. Das ist der Norman Bücher. Grüß dich. Grüß dich, Peter. Grüß dich, Flo. Servus. Servus. Ich habe es schon in der Vorbesprechung gesagt, ich habe dein erstes Buch, du hast viele Bücher geschrieben, dein erstes Buch war extrem, das habe ich 2011 gelesen. Und was ich glaube ich spannend finde, wie bist du zum Laufen gekommen, wie bist du reingekippt in das Ganze? Du, das war relativ einfach. Wenn du einen laufbegeisterten Papa hast, den habe ich. Und der hat mich so ja, wirklich inspiriert. Ich komme vom Fußball, habe ewig lange Fußball gespielt. Und dann, ja, Ende der 90er, so 98, 99, dann zum Laufen gekommen. Und ja, mein Papa hat mich da inspiriert. Und wie es halt so ist, du fängst halt irgendwie an. Und ich habe da mit so einem 5-Kilometer Jedermannslauf angefangen. Und ja, aus 5 wurden 10 Kilometer ein paar Volksläufe gemacht. Und dann, ja, irgendwann so Halbmarathon. Für mich damals als Fußballer war das so weit weg, irgendwie so 21 Kilometer am Stück zu laufen. Und ja, das wurde halt immer mehr. Und aus dem Halbmarathon wurde ein erster Marathon im Jahr 2000. Und ja, hat relativ bescheiden oder relativ klein angefangen. Ja. Also ganz unbekannt ist mir das nicht, weil mein Papa ist früher viel Marathon gelaufen, aber es hat lang gebraucht, bis das Fieber auf mich übergesprungen ist. Also ich habe das lang irgendwie nicht gewollt. Der Papa wollte immer, dass ich mit ihm mitlaufe. Jetzt laufe ich ungefähr 3-mal so lang wie er. Also das dauert immer manchmal nur ein bisschen, oder? Meinst du 3-mal so weit oder 3-mal so lang? Also ist er einfach schneller? Nein, ich hab den Familienrekord, der gehört mir. Also er hat den aufgeschrieben mit 3,29 und meine Marathon-Bestzeit liegt da bei 3,10. Also den habe ich deutlich unterboten. Das ist mir weiterhin auch sehr wichtig, dass der bei mir bleibt. Also wenn meine Schwester läuft mittlerweile auch Marathon und die einzige Bedingung war, dass sie, wenn sie läuft, dass sie nicht schneller sein darf als ich. Finde ich fair, oder? Ja, da warten wir mal auf deinen Sohn. Wurscht, der auch 3,10 und da endet es, da ist aus, außer ich bin natürlich immer wieder schneller. Das ist ja. Und du hast auch nicht beim Marathon aufgehört? Nee. Du hast da gesagt, 2000, wann war der erste Marathon eigentlich? Also wann bist du dann in die Langdistanz gegangen, nach dem 5-Kilometer-Lauf? Du, das ging relativ flott. Also ich bin, erster Marathon war dann Frühjahr 2000, jetzt 22 Jahre her und dann war auch relativ schnell klar, ich habe dann im ersten Jahr gleich vier Marathons gemacht und dann ein Jahr später, 2001, war ich schon zum ersten Mal in Biel. Also habe ich gleich mal 100 Kilometer gemacht und ja, ich habe gleich gemerkt, so, das ist einfach nochmal was anderes, 100 Kilometer Ultra zu laufen, als jetzt so auf Zeit oder auf Bestzeit. Das war für mich relativ schnell klar, das ist nicht so meins, so auf Ranking zu laufen, auf Platzierung zu laufen, sondern eher so, ja, lang und und ausdauernd.
Ja, aber ich meine, Biel ist jetzt auch wahrscheinlich dann landschaftlich nicht das Reizvollste. Oder? Ich meine, es ist in der Nacht, glaube ich, oder? Ja, man startet, glaube ich, in der Nacht. Genau. Warum dann gerade Biel? Einfach nur, weil es halt der Biel und der Lauf, oder hat es da irgendwie was anderes gegeben, was dich da irgendwie auf die Straße gebracht hat? Hat auch ein bisschen Tradition, das glaube ich ähnlich wie bei dir, Flo, wieder familiär bedingt, wenn halt der Papa dann schon dreimal in Biel war und dann denkst du, ach komm, der Papa war da, jetzt fängst du halt, wenn du halt den ersten Ultra machst, dann gehst du halt auch nach Biel. Und das hat mich halt schon gepackt, irgendwie dann auch bei Nacht zu laufen, abends zu starten, durch die Nacht zu laufen, das war schon geil. Und hast du Familienrekord auch geschlagen? Nee, ich arbeite noch dran. Ich habe mir Zeit gelassen. Aber es ist ja dann nicht nur bei Biel geblieben. Also du bist ja dann auch UTMB, glaube ich, dreimal gelaufen, hintereinander, 2007, 2008, 2009, wenn ich das recht im Kopf habe. Reunion, also das ist ja, ich sage jetzt mal schon das extremere Ende des Ultralaufes. Was war dann da so der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, die 100 Kilometer in Biel reichen mir nicht, ich will quasi mehr? Das eine war ja dieses, ich sag mal, Testen, Austesten von Grenzen, körperlich, mental, wie weit kann ich gehen? Und das zweite war, so ich sage immer, das Auge läuft mit, also auch wie so dieses Landschaft, so dieses Eintauchen, wenn du sagst UTMB, Reunion, das ist einfach so, ja, bis heute, wenn ich so zurückdenke, so faszinierend, das ja, kribbelt immer noch so in mir, wenn ich es jetzt gerade so erzähle, wenn ich sage, dieses, ja, bei Tag, bei Nacht da laufen um den UTMB, um den Mont Blanc rum, das sind einfach, ja, Bilder, Momente, Augenblicke, die immer noch ganz tief in mir sitzen. Das ist schon was, bis heute was Besonderes. Um auch gerade diesen Moment etwas für mich zu kapern, weil eine kleine Vorgeschichte. Ich habe letztes Jahr versucht, den UTMB zu laufen und bin dann nach 120 Kilometer raus, weil ich es, glaube ich, mental einfach nicht errissen habe. Ganz nett ausgedrückt. Was war für dich so, wenn du hast den dreimal gefinisht und glaube ich auch über 40 Stunden, 43 Stunden, irgend sowas, also jetzt auch nicht so, dass du den Luxus hattest, wahnsinnig weit von der Cut-Off weg zu sein, das heißt, du hattest auch zwei Nächte. Was war so für dich in den Momenten, wo es dir wirklich schlecht gegangen ist, der Grund, warum du dann doch noch aufgestanden bist und weitergemacht hast? Weil das hat mir so ein bisschen gefehlt, und auf seitdem bin ich so auf der Suche nach dem Ding, was mich beim nächsten Versuch irgendwann einmal um diesen depperten Berg herumbringt. Also ich hatte ja die Vorgeschichte beim UTMB, dass ich 2006, also bevor ich ein UTMB gemacht habe, war ich beim CCC. Ja. Und das war positiv belegt und aus diesem CCC habe ich mein Finisher-Foto von Chamonix, habe ich mir vor die Wand gebeamt, im Büro, in der Wohnung, überall, und habe mir das so eingetrichtert, ich will und muss da ankommen beim UTMB, ich will da wieder in Chamonix rein, ich will wieder Conquest of Paradise hören, ich will da ankommen. Und das war für mich, ich weiß noch, ich glaube, es war in Champelac im Wallis, so diese zweite Nacht, so da war ich immer so 2 Uhr morgens und es war so kalt, ich war müde, ich hatte keinen Bock. Und da habe ich mir dieses Zielfoto da wieder rausgekramt und wirklich so vor Augen geblieben, ich will da ankommen. Und dann, das hat mich so raus aus dem Tief geholt. Ja, ich glaube, ich habe festgestellt, dass mir das irgendwie gefällt. Obwohl, ich meine, man sieht, die Leute zuhören, sehen das nicht, aber hinter mir sind Bilder und da ist eigentlich auch der Mont Blanc. Also es war schon irgendwie wichtig, aber offensichtlich war es mir irgendwie nicht wichtig genug. Das ist. Und ich finde auch, dass dieser Schritt von 100 Kilometer, wie du jetzt bei Biel dann hattest, ich meine, von Marathon auf 100 Kilometer ist auch noch ein Riesenschritt. Aber ich finde schon mal von 100 Kilometer, wenn man das sich schon irgendwie da ein paar Läufe hat und da irgendwie so das Gefühl hat, man weiß, wie man das läuft, auf 160 Kilometer, ich finde, der ist irgendwie nochmal so ein Riesenschritt, und sei es nochmal so, da kommen dann die zweite Nacht dazu, da wirken dann ganz andere Kräfte auf dich. Das ist so ein Biest, das ich noch nicht zähmen konnte. Ich glaube, es verändert sich dahingehend, dass ich sage, ist je länger die Strecke, auch gerade jetzt bei so einem Ultra-Trail, nicht Ultramarathon in der Ebene, sondern bei einem Ultra-Trail, dass ich noch mehr im Kopf abspiele, dass ich sage, 70-80% ist Kopfsache. Ich glaube, du hast es erlebt, wenn du sagst, bei 120 Kilometer, und dann warst du irgendwie mental, ich glaube, du warst ja körperlich, warst du ja fit und vorbereitet, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Würde ich schon sagen. Und der Kopf, ich habe auch schon einige Läufe DNF und Did Not Finish aufgegeben. Also ich kenne es, dass es der Kopf ist, der sagt, boah, ich weiß nicht warum, aber da ist fertig. Und
Beine sind frisch, Beine sind nach wie vor top, aber Kopf ist dicht. Ja. Und ich glaube, das ist eine mentale Sache. Ja. Ich erinnere mich auch in dem Extrem, aus dem Buch, was ich damals vor 10 Jahren ungefähr gelesen habe. Du schreibst doch irgendwas, oder hast damals geschrieben von einem 80 Kilometer Bericht. Meine Erinnerung möge mich vielleicht schon trügen. Aber da war es auch so ein Lauf, wo du geglaubt hast, dass das machst mit links irgendwie und dann hast du irgendwie, glaube ich, sogar DNF'd oder halt mit, nur mit großen Mühen geschafft. Also, sodass diese vielleicht ein bisschen Arroganz oder das, was halt der Kopf alles ausmachen kann bei diesen Rennen, das ist irgendwie faszinierend. Ja. Also, sage ich auch immer so mit bei Firmenvorträgen, wenn die bei Mitarbeiter oder Kundenveranstaltungen, wenn die Leute fragen, wie schaffst du es jetzt 160 oder teilweise noch mehr Kilometer wirklich zu laufen, dann sage ich, das ist Kopfsache und das ist, klar, nicht unbedingt 1:1 übertragbar jetzt auf Business oder auf Alltagsleben, aber ich glaube, diese mentale Schiene, das war am Anfang, war das mir auch nicht klar. Da habe ich gedacht, ich trainiere halt ein bisschen Kilometer, Lauftraining. Aber je mehr ich da in dieses Mentale abgetaucht bin, mit Visualisierung, mit Mentaltraining, desto stärker wurde ich auch hier oben. Ja. Und hat sich da auch dein Training dann über die Zeit verändert? Weil du bist ja dann auch nicht nur bei den One-Stop-Ultras irgendwie stehen geblieben, sondern du hast ja dann auch irgendwie Laufabenteuer gemacht und wir kommen ja dann heute noch auf ein relativ großes Abenteuer zu sprechen. Und da wird ja dann das Mental ja noch wichtiger, oder? Wenn du nicht nur wenn du dann mehrere Tage oder vielleicht auch Wochen unterwegs bist, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder? Ja. Ja, klar. Also deshalb hab ich jetzt so gemerkt, so seit, 2015, 2016 habe ich schon noch stärker angefangen. Jetzt weniger, also ich trainiere viel, viel weniger von Laufpensum, von Laufkilometer, Wochenumfang und konzentriere mich viel, viel stärker auf mentale Dinge, auch Logistik, wenn ich jetzt so eine Expedition mache und sage, okay, sehe mich da jetzt schon bei der nächsten Etappe, zum Beispiel beim nächsten Projekt in Vietnam laufen, wie ich jetzt schon in einem halben Jahr hoffe ich, sofern Corona es will und zulässt, wie ich da in Vietnam laufe, sehe mich, wie ich da durch die Menschen laufe und kann mir das jetzt schon vorstellen und tauche da ein. Und da ist es weniger, dass ich sage, ich brauche jetzt meine 120, 150 Kilometer die Woche, sondern laufe ich viel, viel weniger, aber ich tauche viel oder mache viel, viel mehr mit Kopf, mit Mentaltraining. Ja. Was ich mich da immer frage, und ich meine, dass du das damals in dem Buch beschrieben hast, dass wie sich das verändert hat, dass du eben von den Umfängen zurückgegangen bist, aber wie viel davon ist quasi, weil du sie irgendwann einmal gemacht hast? Also wenn du quasi nochmal neu anfangen würdest, müsstest du ja trotzdem die Umfänge, die du damals gemacht hast, machen, auch wenn du schon früher auf das Mentale setzt, oder? Weil du musst ja zuerst die körperliche Basis schaffen, damit es dann quasi den nächsten Schritt gehen kannst. Kann man das schon so sagen, glaubst du? Ja, also du brauchst einen Grund, eine Grundsubstanz, ein Fundament. Also so die klassische Grundlagenausdauer. Ich glaube, wenn du sagst, ich mache jetzt zum Beispiel, bin übernächste Woche in Innsbruck beim Ultra Trail und bin ehrlich, relativ untrainiert, habe extrem wenig gemacht und ich laufe so die 60, 62 Kilometer. Aber ich weiß, ich brauche einfach zumindest 2-3 lange, lange Einheiten, sonst macht es, glaube ich, keinen Spaß. An der Stelle müssen wir jetzt da wahrscheinlich ein bisschen wieder unser Raumzeitkontinuum aufbrechen, weil wenn ihr das hört, wird er dann schon gefinisht haben in Innsbruck und wir auch. Weil wir werden auch in Innsbruck gewesen sein. Genau. Ich laufe die 35 und der Peter läuft die 110. 110? Ja, K110 heißt das Teil und es hat irgendwas zwischen 103 und 105. Oder die 110 kommen, glaube ich, von der ersten Streckenplanung noch. Ja. Aber nach dem Startziel gewandert sind und sie es ein bisschen umlegen haben müssen, haben es, glaube ich, um ein paar Kilometer das geändert. Okay. Der K35 sind noch 37 Kilometer, das soll sie dann rauskennen. Ja. Es sind halt Trail-Kilometer, die sind so mehr oder weniger. Die sind wahrscheinlich mit irgendeiner GPS vorgelaufen, wo es dann binnen ein paar Schlags ergeben hat und dann, dass es rauskommt, ist es rausgekommen. Ja, aber, okay, ja, aber allerdings, du hast ja, du sagst, du musst 2-3 längere Läufe vor so einem 60-Kilometer-Lauf machen oder 65er. Das ist ja für viele Leute, die sagen, ich trainiere 4 Monate auf einen Halbmarathon hin, ein ganz anderes Thema, wenn du sagst, naja, ich muss einmal 3 lange Läufe machen, weil du einfach seit jetzt, wie viele Jahren, 15, 20,
einfach so viele Kilometer schon in den Beinen hast. Ja, ist er da. Das ist ja, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie überheblich oder gar arrogant klingen. Es ist da. Ich stelle mich drauf ein. Ich brauche gewisse Substanz, also auch zu sagen, hey, ich bergauf, vor allem bergab, dass es einfach von den Muskeln und auch so passt. Und ich habe es auch nicht den Anspruch, dass ich da jetzt gewinnen will oder da vorne mitmischen will. Ich sage einfach, ich habe da Lust drauf, ich will es genießen, ich will Innsbruck, ich will die Landschaft sehen und ich werde da irgendwo im Mittelfeld irgendwo da ankommen und das passt für mich. Also ich glaube, wenn du ein anderes Ziel hast und sagst, ich will da eine gewisse Zeit laufen oder Top 50 da mitmischen, dann hast du ein anderes Training, glaube ich, das ist auch Selbsttraining. Aber für mich ist es wirklich ein Genusslauf, ich will da genießen, ich lasse mir Zeit, ich begleite einen Kumpel, der läuft den allerersten Ultra-Trail und wir machen das hoffentlich gemütlich und entspannt. Und das ist ja wirklich auch nochmal ein ganz anderes tolles Erlebnis, glaube ich, wenn man jemanden, der das zum ersten Mal macht, begleiten kann. Mhm. Also einfach nur, um das mitzukriegen. Also das, glaube ich, ist auch nochmal eine ganz andere Art der Begeisterung, die man da verspürt. Aber falls ich nochmal hin wollte, du hast also bei vielen Rennen teilgenommen, aber irgendwann einmal war schon so der Switch ein bisschen dahin zu den eigenen Abenteuern. War das schon so eingehend her mit, dass sich die Motivation zum Laufen oder der Grund, warum du dann gelaufen hast, so ein bisschen geändert hat, dass du gesagt hast, es ist nicht mehr, ich brauche keine Startnummer mehr oder ich will mehr mit meinem Laufen erreichen, als nur ins Ziel zu kommen von einem Rennen? Oder hat sich da irgendwas verändert bei dir? Schon. Also ich würde nicht sagen von heute auf morgen, aber ich habe schon gemerkt, so als Weg, als Prozess, dass ich jetzt nicht so der Competitive Runner bin, der sagt, ich brauche da Wettkampf, wie du sagst, ich brauche eine Startnummer, sondern einfach die Erkenntnis, ich laufe für mich, ich laufe einfach für mich, ich möchte, wie bei Innsbruck jetzt auch, genießen, ich möchte was von der Gegend sehen, von den Menschen und das Laufen wurde, glaube ich, immer mehr für mich so ein Vehikel, um zu sagen, andere nehmen das Rad oder ein Roller oder Kanu, egal, oder Auto. Und für mich sind es halt meine Füße. Und ich laufe halt von A nach B und möchte klar mich challengen, klar mich selbst, aber möglichst viel zwischen A und B erleben. Und es ist ja nach wie vor die einfachste Form der Bewegung, weil du brauchst nicht viel. Du hast das meiste immer dabei und kannst einfach immer und überall laufen und irgendwie die Welt für dich entdecken. Das ist das, was Absolut. Mich irgendwie irgendwann zum Laufen gebracht hat eigentlich. Aber und du machst das ja jetzt da schon sehr lange und du bist auch Redner und Autor und quasi, es hat sich ja irgendwie gewandelt von ich laufe mal schnell was hin zu das Laufen ist das der zentrale Aufhänger oder Dreh- und Angelpunkt, soweit ich es mitbekommen habe. Und alles andere ist quasi wie so eine Blume außen herum. Ich schreibe drüber, ich rede drüber, ich plane rundherum, ich mache meine Projekte. Also das Laufen ist so quasi die Klammer und das verbindende Glied aller deiner Aktivitäten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, genau. Also ich glaube, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Und es hat sich ja gewandelt. Ich glaube, am Anfang war es wirklich auch so ein Stück weit kurze Zeit zumindest auch auf Zeiten und dann wollte ich mich messen. Dann habe ich gemerkt, nee, ich bin kein schneller Läufer. Also ich bin kein, der da auf Mittelstrecke Marathon Ultra ich bin nicht schnell und dann gemerkt, okay, lange Strecken kommen mir auch so vom was ich gerne mache, von meinen Stärken kommt mir das zugute. Und das hat sich einfach mit der Zeit gewandelt. Und ja, so ist es eine zum anderen gekommen. Aber ich finde, das ist auch wieder das Spannende, dass der Laufsport dann halt so viel bietet, dass du mit ihm mitwachsen kannst. Weil ewig bei einem Ding bicken zu bleiben, da entwickelst dich halt dann auch nicht weiter. Ich meine, in irgendeine Ebene Richtung musst dich, glaube ich, irgendwie entwickeln, sonst verlierst du auch irgendwie den Reiz an der Sache. Aber du hast ja dann, um so ein bisschen den Bogen zu schlagen zu dem, was wir dann eigentlich auch reden wollten, hast du so ein Riesenprojekt jetzt dann gegründet, dass du, wenn wir auch noch dazu kommen, da kam so eine kleine Pandemie irgendwie so ein bisschen in den Weg. Keine Ahnung, wie das halt so doof ist. Warum rechnet man nicht mit sowas? Ich weiß es nicht. Aber erzähl uns doch mal, Seven Continents heißt, wie kamst du auf die Idee, das Projekt zu starten?
Puh, das war so, ja, 2015. Und da war so im, ja, in diesem Switch so irgendwie Laufen oder auch die Ultras haben mich nicht mehr so gepackt, irgendwie nicht mehr so fasziniert. Und dann weiß ich noch, dann war so Dezember 2015 und meine damals 5-jährige Tochter, wir waren Sonntag so Frühstück und Family zusammengesessen und so Anfang Dezember und ich weiß noch, dann irgendwie völlig untypischer Dezembertag, irgendwie 14 Grad plus und so frühlingshaft warm und eben meine Tochter hat sich eben auf ja, was ich für ein Kind eben auf Schnee gefreut, auf Schlittenfahren gefreut und da war eben kein Schnee und dann kam eben so die Frage, ich kürze es ein bisschen ab, dann kam so die Frage von ihr, du Papa, warum tut ihr Erwachsene nichts? Warum tut ihr Erwachsene nichts? Und das war für mich so die Frage, und dann haben wir auch über Klima, über Umwelt gesprochen, die Frage, die ist dann immer so ganz immer präsent geblieben und gemerkt, okay, ja, mich auch selbst gefragt, ja, warum tue ich nichts oder warum tue ich viel zu wenig? Und so hat sich das ergeben, okay, was kann ich denn tun? Ich habe zwei linke Hände, ich bin handwerklich total in Niete, ich kann relativ gut lange weit laufen, ich kann Menschen begeistern, ich kann Vorträge halten und warum das nicht verbinden und sagen, jetzt weniger aus einem Ego-Gedanken, sondern vielmehr was in die Welt tragen. Und so sind dann diese 7 Kontinente, wie wäre es denn auf jedem der Kontinente zu laufen? Antarktis mal mitgerechnet, 7 klingt besser als 6 und 7 ist auch die bessere Zahl, ganz ist einfach. auch einfach, sieht schöner Oh, aus und und glaube es ich, ist ein Kontinent. ja, ist ein Kontinent. Es ist ein Kontinent. Darf man nicht unterschätzen und nicht ausklammern. Ja. Nee, und so sind dann diese 7 Kontinente entstanden und haben gesagt, okay, 7 Kontinente und ich gehe erstmal als Fragender oder laufe als Fragender durch die Welt, habe dann 7 Fragen, auch da wieder die 7 Fragen, die ich Kindern und jungen Menschen auf der ganzen Welt stelle. Da geht es um Zukunft, um Träume, um Ängste, um Natur, um Veränderungen, um eine Botschaft, die jungen Menschen an die Staats- und Regierung stellen oder mitteilen möchten. Ja, und das habe ich 2019 angefangen, bin da losgelaufen von Berlin bis Istanbul. Also geplant war so jedes Jahr ein Kontinent. 2019 Europa ging glatt. 2020 dann Asien, da wurde schon etwas schwieriger. Bist du der in Wuhan da irgendwie was angerichtet hat? Du bist da sicher nicht Ja, ich gebe mitgelaufen zu, und ich oute mich. Patient Zero. Nee, ich habe es dann noch wirklich Februar 2020 wollte ich Asien starten hab, oder bin dann noch gestartet in Bhutan, Indien, Nepal und dann, klar, aus bekannten Gründen habe ich dann gestoppt und bin auch bis heute jetzt zumindest nicht mehr weitergelaufen. Also steht noch eine Asien-Etappe aus. Aber das wird noch nachgeholt, oder wie? Du bist in Asien nicht weitergelaufen oder grundsätzlich? Nee, ich bin in Asien, also Asien war auf 2 Etappen aufgeteilt. Also Asien 1, Asien 2. Asien 1 hatte ich noch kurz vor Corona geschafft. Und Asien 2, das steht noch aus. Okay, das wird postponed hinter was jetzt den Rest. Genau. Also verschiebt Okay. sich das ganze Projekt, verschiebt sich jetzt. Der Plan war ja, dass ich nach knapp 7 Jahren, 2024, alle Antworten der jungen Menschen zu den 7 Fragen zur UN nach New York bringe. Das ist so der Schlusspunkt. Ja, verschiebt sich jetzt auf sehr wahrscheinlich um ein Jahr auf 2025. Okay. Weil, was ich auch gesehen habe, Europa war ja auch in 2 Teile geteilt und da war das eine 2023. Weil du immer gesagt hast, du hast ein Kontinent pro Jahr. Was war da der Grund, Europa so teilweise so groß hat? Da muss ich einfach. Nee, Europa war schon zusammen. Also ich bin von Berlin in einem Stück nach Istanbul gelaufen. 2.500 Kilometer. Also Europa war wirklich ein Ah, okay. Kontinent, eine Etappe am Ah, Stück. okay. Genau. Und wenn man sich sowas überlegt, man denkt, okay, man läuft auf 7 Kontinenten, das klingt noch alles relativ simpel. Und wenn man dann natürlich ins Detail reingeht, glaube ich, merkt man relativ schnell, dass das logistisch ein Nightmare ist, falls es nur auf Deutsch ist. Aber wie kommt man zu diesen Strecken? Sagt man sich einfach, ich meine, gut, Berlin-Istanbul klingt vielleicht irgendwie vielleicht logisch, aber wenn ich jetzt da an Asien denke, wie überlege ich mir da die Strecken? Aus welchen Gründen mache ich das dann genau dort, wo ich es mache? Ja, ich sag mal so, ich habe die, glaube ich, wie einige auch die Herausforderung, dass ich Familie habe. Das heißt, ich kann jetzt oder möchte auch nicht jetzt Monate oder Jahre am Stück unterwegs sein. Und das Projekt ist auch nicht ausgelegt, dass ich durchquere jetzt einen Kontinent komplett von Küste zu Küste, sondern ich sage, ich suche mir einen Teil
Ausschnitt raus, eine Teilstrecke. Und da Berlin, Istanbul war jetzt naheliegend, auch so Istanbul als Stadt auf zwei Kontinenten. Und Asien, klar, ist schon schwieriger gewesen. Ich suche mir eine Strecke, wo ich sage, ich kann von einem Laufradius, mit meinem Radius möglichst viel unterschiedliche Regionen und Länder auch erreichen. Also ich, klar kann ich sagen, ich kann, glaube ich, monatelang nur durch China laufen. Aber ich kann sagen, ich laufe so, dass ich, wie jetzt in Südostasien, dass ich in 4 Wochen zum Beispiel in Vietnam, Kambodscha, Thailand, Laos, also dass ich unterschiedliche Länder, ohne dass ich in den Flieger steige, was mir wichtig ist, sondern wirklich per Pedis komplett zu Fuß durchlaufe. Was ich mir bei sowas immer total schwierig vorstelle, also wie sind die Etappen einmal von den Längen, sind die vergleichbar, dass du sagst, auf jedem Kontinent, was sind 1000 Kilometer, damit es 7000 sind? Nee, ist schon angepasst. Also ich will jetzt nicht, dass ich sage, ich laufe jetzt 5000 hier und dann nur 500 dort. Also es soll sich schon ungefähr die Waage halten. Aber ich sage jetzt nicht, ich will es da minutiös, da muss jeder Kilometer genau geplant sein. Ich glaube, das kann man eh nicht. Ich lasse mich da schon ein bisschen treiben, aber ich habe schon ungefähr so Eckpunkte und dass sich so, ich sage jetzt mal so ungefähr auch sich die Kontinente auch von der Strecken und den Kilometern so ungefähr zumindest die Waagschale halten. Mhm. Und was mich da eben von den Strecken her auch noch fasziniert ist, dass du in Österreich oder in Deutschland oder in Europa mit, weiß ich nicht, Komoot oder Strava oder was auch immer, dir relativ schnell und einfach reliable Strecke zusammenklicken kannst, ohne dass du irgendwo warst. Okay. Wenn ich das Ganze in Nepal probiere, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Straße dann auch da ist, wenn ich da bin. Wie legst du das an oder kauft man sich dann die klassische Freitag- und Bernd-Falt-Karte? Also es ist echt, ich konnte selbst nicht glauben, ich bin so, also ich gucke bis heute Komoot-Fan und ich habe mir wirklich so das weltweite Paket gleich gekauft. Und du wirst lachen, es wirklich in Indien, in Nepal, du hast die Strecke, konntest, die war, also meistens, nicht immer, aber meistens war die Strecke wirklich da, die Namen hast du nicht verstanden, okay, das war was anderes. Und wenn ich mal wirklich in der Pampa war, also da war irgendwie, dann waren irgendwelche Locals und die haben mich dann wieder auf eine Hauptstraße dann geschickt. Aber es ist echt faszinierend, was du sagst jetzt mit so einer App, die wirklich weltweit, du kannst weltweit deine Strecken planen und die sind meistens, wirklich meistens, bisher zumindest hat es echt gepasst. Und weil du auch gerade die Locals angesprochen hast, ich kann mich erinnern, ich habe vor einem Jahr oder sowas, ich schaue wahnsinnig gern solche Dokumentationen über Leute, die quasi meistens mit dem Fahrrad quasi weite Strecken zurückgehen. Und das, was ich meistens mitnehme, ist, was die Leute am meisten verändert, sind die Leute, die sie treffen, die Begegnungen, die sie haben, wie nett Menschen eigentlich sein können, wenn sie nicht in der Dachregion wohnen. Was sind also deine Erfahrungen mit der Zusammenkunft von Leuten, die du halt während deines Laufs kennenlernst? Kann ich nur so weitergeben oder so unterstreichen, es ist wirklich, es sind die Menschen, also nicht unbedingt der das, was mich jetzt, dass ich sage, sportlich laufe ich jetzt ein paar Kilometer mehr oder weniger pro Tag, sondern so wirklich diese Begegnungen, die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit, wie du oder wie ich in dem Fall als Fremder eingeladen werde, behandelt werde, da wird mir gegeben, nicht erst nehmen, sondern erst gegeben und wie die Menschen einfach so dieses Menschliche, weil alle, wir sind Menschen, ich glaube, das stelle ich bei solchen Reisen und Abenteuern immer da fest. Das ist, ich glaube, die meisten Menschen haben das Herz an der richtigen Stelle, sage ich, bis auf ganz, ganz wenige. Ob du im Iran bist oder in Indien, in Nepal, in Deutschland. Und auch das ist eine Feststellung, je weiter weg ich von Deutschland gekommen bin, umso gastfreundlicher wurden die Menschen. Das ist echt, also. Ich habe das mal von einem Weitwanderer, der ist ausgewandert, gehört, er hat gemeint, die unfreundlichsten Menschen waren in Österreich und Deutschland. Da hast, wenn du Wasser gebraucht hast, die haben dir alle quasi die Tür vor der Nase zugehauen. Und überall anders haben sie dich herzlich empfangen, du hast mit der Familie essen dürfen, sie haben dir alles gegeben, das war quasi, sie haben dir so viel gegeben, dass es schon was peinlich war und du sagst jetzt, nach dem Motto, jetzt hört es endlich auf, ich habe wirklich keinen Hunger mehr. Aber bei uns in der Region, da
schauen dich Leute nur schief an. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Wobei, auch bei uns in der Region, wie heißt das schön, es gibt da irgendwie so eine Höhenmetergrenze. Also je weiter oben und je entlegener auch in der Dachregion, umso freundlicher. Also je hauptstädtischer oder je urbaner, desto wurschtiger sind die Menschen und sagen, geh weg, geh sterben, mach's leise. In Wien ist klar, in Wien ist nicht geschimpft, ist gelobt genug. Ich meine, das ist einfach so. Ich meine, das kannst du daraus wie nicht rausbringen. Und das würde auch die Stadt, glaube ich, zu sehr verändern, was auch wiederum nicht gut wäre. Also der Wiener Grant, der gehört schon, aber der Rest von der Dachregion, der muss nicht so grantig sein. Was mich noch zusätzlich interessiert ist, wir hatten neulich auch den Guido Lange da, der ja auch sehr lange Abenteuer macht. Und der hat ja gesagt, dass er bei seinem Transkaukasien war es, glaube ich, dass das zum Teil ein Problem war mit Hunden. Ja. Also wenn du ganz alleine irgendwo wirklich durchs Nix laufst, dass die Menschen zwar sehr freundlich sind zu dir, aber sie dich halt echt für einen kleinen armen Irren halten und sagen, es ist jetzt da echt nicht das Schlauste, was du gerade machst. Es ist da nicht, weil Laufen blöd ist, sondern weil es gibt hier echt Gefahren. Ja, es ist echt so. Also gerade weil du sagst, Kaukasien, ich hatte auch ich war mal vor vielen Jahren durch genau Georgien und Aserbaidschan und da hatte ich echt das Thema. Ich war alleine mit so einem Bollerwagen, so einem Ziehwagen und da war echt das Problem die Hunde. Also ich habe mir wirklich, ich mag Tiere, ich bin Tierliebhaber, aber das war krass mit den Hunden. Also ich bin dann teilweise wirklich mit Steinen am Wegesrand, wenn da wirklich so 7, 8 Köder auf dich zustürmen, das war nicht mehr lustig. Ja, er hat es auch gesagt, dass er irgendwo dann abbrechen musste quasi, weil es wäre halt echt gegangen. Und das, wenn du am Rad unterwegs bist, geht's noch, weil er halt Leute getroffen hat, aber zu Fuß alleine ist nicht die beste Fortbewegungsart an dieser Stelle. Ist es sonst irgendwo auf der Welt auch so? Das ist wirklich nur in dem Bereich. Es ist immer wieder, also ich hatte es auch in bei Indien, da war eher so, ja, verschiedene, da hast du Mopeds, da hast du Kühe, da hast du so viel Trubel. Also ich habe so ein bisschen so diese Balkan, auch so ein bisschen Richtung Serbien, wo ich gelaufen bin, Serbien, Bulgarien und wirklich so hängen geblieben ist echt Georgien, Aserbaidschan. Das ist eine krasse Nummer, ja. Ich habe es nochmal gehabt, wie ich in Kroatien beim Istrien 100 gelaufen bin und diese Hunde haben gejault. Du hast 3 Kilometer, bevor du in der Stadt warst und warst noch auf der anderen Seite vom Berg, hast diese Viecher schon gehört und das war dann irgendwann was echt nervig, weil du keine Ruhe hattest in dem ständig gejault. Ständig hast du über Hunde jaulen gehört. Ich meine, das gibt es nicht. So viele Hunde können da gar nicht sein, die in der Nacht doch so aktiv sind. Aber ja, ist irgendwie so. Aber welche Herausforderung, also wenn du jetzt sagst, du machst jetzt wirklich alle 7 Kontinente dabei und du sammelst es ein und bringst es dann alles gemeinsam zur UNO und sagst dann, hallo, hier sind Kinderstimmen aus 7 Kontinenten, die wollen euch Folgendes sagen. Ist es ja als Ziel ein sehr hehres Ziel und du bist jetzt natürlich auch nicht schon überall gewesen, sondern du bist mittendrin. Wie sehr decken sich die Stimmen? Die decken sich in einer gewissen Weise, ja, dass du immer wieder ähnliche Antworten hast, wo wir sagen, wir als Erwachsene, ja, kann man ja erwarten, was ist dein größter Traum? Schauspieler werden, fettes Auto fahren oder was macht dir Angst? Klimawandel, das ist auch so natürlich Klimawandel, Klimakrise, ganz, ganz oft. Und dann gibt es aber Antworten, die ich so nicht erwartet hätte und die sich deutlich dann auch von anderen unterscheiden. Also Beispiel, als ich durch Serbien gelaufen bin, kam verhältnismäßig oft oder öfter als in anderen Ländern die Thematik des Krieges, also wovor hast du Angst, ist eine der 7 Fragen, kam doch öfter die Antwort Krieg. Krieg, klar, aus historischen bekannten Gründen, aber das war jetzt, sagen wir mal, in den Nachbarländern jetzt nicht so in der Häufigkeit der Fall. Also das Thema ist einfach dort offenbar noch sehr
präsent. Ja. Weil wahrscheinlich, also wenn du diese Frage in Österreich gestellt hättest in die 50er oder in Deutschland, hättest du es wahrscheinlich auch gehabt und jetzt bist du eine Generation oder zwei weiter und dann ist es wieder, aber ist es auch in Asien so? Also dass du da ganz spezielle Antworten bekommst? Ja, also die sich dann auch wieder ein Stück weit unterscheiden von Europa, dass grundsätzlich, jetzt nicht bei allen, aber grundsätzlich in Indien, Nepal, die ich bisher in Asien bereist habe, schon das Bedürfnis nach Sicherheit, nach einem sicheren Job, überhaupt nach einer Zukunft, nach einer eigenen Zukunft da ist und stärker im Fokus steht, als jetzt, sage ich mal, in Deutschland oder in Europa, wo das, sag mal, anders ist. Also da geht es, glaube ich, nochmal viel, viel stärker um Grundbedürfnisse, ganz banal ein Dach über dem Kopf zu haben, nachvollziehbar, anstatt zu sagen, ich mache mir jetzt erstmal gesellschaftlich, stelle ich mich großen Fragen. Gibt es auch welche, die ich in Indien, wo ich sage, da, Chapeau, was die teilweise bewegen und teilweise eigene Initiativen gestartet haben. Aber ich glaube, der Grundtenor ist viel, viel stärker auf möchte erstmal meine Grundbedürfnisse gesichert wissen. Was natürlich klar ist, weil wenn die Grundbedürfnisse noch nicht gesichert sind, dann denkst du noch nicht drüber nach, ob jetzt da die Nespresso-Kapseln mit mehr oder weniger Recycling beworben werden. Ja. Ist denn dort auch dann der Klimawandel in diesen Regionen oder die Klimakrise so präsent oder ist es dann auch nachrangig? Oder ist da schon das Bewusstsein, dass man sagt, das ist mit ein Grund, warum meine Grundbedürfnisse halt jetzt nicht so super toll befriedigt werden? Das Bedürfnis oder das Bewusstsein, anders gesagt, das Bewusstsein ist da, auch in Ländern wie Indien und Nepal. Ich denke, es ist ein bisschen anders priorisiert. Also beispielsweise, es hat mich überrascht, also nicht nur in Indien, teilweise auch in Ländern, in einzelnen Ländern in Europa, dass zum Beispiel die jungen Menschen, für mich war klar, Fridays for Future, das kennt man in Europa, das war, und wenn ich da ich besuche ja Schulen auf dem Weg, halte Vorträge in Schulen und dann war teilweise in Bulgarien, in Serbien oder auch in ein paar anderen Ländern, dass die Kinder, die jungen Menschen Friday for Future gar nicht kannten, also so eine weltweite Bewegung nicht kannten. Und ich glaube, es ist ein Thema für nicht wenige, es ist aber immer noch nicht so präsent, wie es, glaube ich, präsent sein sollte. Also auch für Erwachsene, vor allem für Erwachsene. Ich möchte da nicht nur für Kinder sprechen, sondern für Erwachsene. Ich glaube, das Thema, das ist immer noch so, wir haben noch so viel Zeit, es ist noch, gibt viele andere wichtige Dinge. Aber ich glaube, diesen Stellenwert und diesen Fokus und diese Priorität, die das Thema haben sollte, das ist noch nicht so da. Naja, vor allem eine Bausparer ist auch nicht so unwichtig. Also glaube auch, dass man zuerst einmal drauf schauen sollte, dass der Wohnungskredit abzahlt ist, der Bausparer angelegt und dann können wir immer noch drüber nachdenken, ob ein Windrad in 18 Kilometer Entfernung nicht doch den Blick aus dem Balkon stört. Aber das ganz vergessen, dass auch wichtig ist, dass du das Auto hast. Weil das erste oder das zweite? Das dritte. Meinst du jetzt den Kleinwagen für den Stott oder den SUV? Nein, den Drittwagen für den Sohnemann. Ah, ja, den X3. Richtig. den Sprit sein kann. Aber es ist halt, ja, aber man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass ich finde, dass sich in den letzten Jahren schon einiges verändert hat, weil man sich überlegt, wie man heutzutage über die Klimakrise redet und auch in der Politik, ich bin der Letzte, der sagt, dass die Politik genug tut, aber das ist mittlerweile das Klimathema Wahl gewinnt und das zeigt schon, dass sich da im öffentlichen Bewusstsein einiges getan hat. Die Frage ist natürlich, war es rechtzeitig und war es nicht vielleicht auch ein bisschen zu spät und können wir das Ruder noch rumreißen oder beziehungsweise welche Schäden müssen wir davontragen? Keine Frage. Aber es hat sich schon einiges verändert, würde ich sagen. Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist auch bei vielen angekommen und ist einfach da. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt noch ist, was ich so mitbekomme von ganz vielen jungen Menschen, ob Österreich, Deutschland, auch in Asien, dass
verstärkt. Es ist nicht so, ich bin jetzt Baujahr 78 und ich kenne es von meinen Eltern, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Da war noch so, naja, Opa war Bäcker, ich wäre auch Bäcker, halt was Solides, arbeiten ist zum Geldverdienen da. Ne? Und das nicht wenige junge Menschen, sondern viele junge Menschen sagen, sie, ja, Geld verdienen, ja, aber ich möchte mit dem, was ich tue, mit meinem Beruf, mit meinem Job, was Sinnhaftes tun, für mich was Sinnvolles in die Welt tragen und nicht irgendwas machen. Und also da merke ich, da ist eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Reflexion bei vielen, vielen jungen Menschen da, als ich das von meiner Generation noch so kenne. Mhm. Und ich finde auch, dass Corona da einiges verändert hat, auch das Thema Arbeit. Also das, ich muss nicht zwingend, auch wenn ich jetzt eine sinnstiftende Arbeit haben will, war es doch davor, Arbeit ist an Ort und Zeit gebunden. Aber ich finde, Corona hat gezeigt, dass es nicht bei allen Berufen schon klar war, eine Krankenschwester ist zwangsläufig an Ort und Zeit gebunden und eine Bilderverkäuferin, die remote ist, vielleicht auch nicht das Allerbeste. Ist schon so, aber es hat gezeigt, dass viele Berufe einfach zumindest nicht an Ort gebunden sind. Und wenn du dir heute Jobbeschreibungen anschaust, da das geht fast nur remote, zumindest in der IT ist das so. Das hat sich einfach wahnsinnig viel verändert im Bewusstsein der Leute. Gut, aber du hast ja noch ein paar Kontinente vor dir und also es ist ja noch, wir reden ja leider erst von zwei. Aber der nächste ist dann Ozeanien oder hat sich das durch Planänderung in Asien da dann mehr verschoben? Nee, der nächste ist definitiv Ozeanien. Allen voran natürlich Australien, Neuseeland. Also das steht 2023 auf dem Plan. Und dann geht es schon auf den afrikanischen Kontinent. Also Afrika mit zwei großen Etappen. Mhm. Und was... Entschuldigung, so. Was ist so der Kontinent, auf den du dich noch am meisten freust oder gespannt bist oder irgendwie der? Weil ich denke, Australien ist so, ich glaube, gerade Neuseeland, landschaftlich beneide ich dich da wahnsinnig drum, weil ich glaube, das ist irre geil, aber das ist so, ich sage mal, von der Gesellschaft oder von den Leuten her vielleicht vergleichbar mit Europa. Ich habe das Gefühl, dass oder das warst du schon überall? Ist. Aber nee, gut, Australien kenne ich jetzt aus anderen Reisen. Wobei ich sage es immer, der nächste Kontinent, finde ich, ist immer der spannendste, die nächste Reise. Ich meine, es ist in dem Fall, hoffe ich, im Herbst dann Südostasien. Aber grundsätzlich schon jetzt Kulturen, Länder, Kulturkreise, die jetzt von Europa so möglichst weit entfernt sind. Wo sage ich jetzt gerade Afrika, freue ich mich insbesondere, wenn ich sage, ich bin irgendwo in Westafrika. Ghana oder Liberia, Elfenbeinküste und sag, hey, einfach mal Kulturen, die ich noch gar nicht kenne und die, glaube, die einfach so weit weg sind oder schon weiter weg sind als jetzt Deutschland zu Australien oder Deutschland zu Neuseeland. Aber who knows? Das ist ja auch das, also so einen soliden Kulturschock zu bekommen, ist ja auch irgendwie das Spannende und das ist ja auch, warum man in die Welt hinausgeht und reist, weil man immer nur in seinen vier Wänden quasi gefangen ist, dann lernt man auch irgendwie nichts dazu. Ein Aspekt, der mich nämlich nur interessiert, ist vor allem an Afrika, und das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber wie gehst du dort mit dem Thema Sicherheit um? Weil dort ist es ja auch nicht immer ganz so leiwand, wenn du da als weißer Mann durch Orte laufst, durch denen du vielleicht nicht durchlaufen solltest, weil du halt nicht die notwendige Ortskenntnis hast. Ja, wobei ich sehe das jetzt in Anführungszeichen relativ entspannt. Ich glaube, kommt ganz stark natürlich auf das Land an, ob ich sage, da ist jetzt krass gesprochen Bürgerkrieg oder irgendwelche Tumulte. Und ich glaube, es hängt sehr viel vom Land und von der jeweiligen Situation ab. Nichtsdestotrotz glaube ich, das ist auch Teil meiner Vorbereitung, meiner Planung. Die genaue Route, gibt es da Connections, gibt es da Leute, die schon mal genau diese Straße oder diesen Weg gelaufen sind, Erfahrungswerte oder irgendwelche Kontakte vor Ort. Also ich bin immer ein Freund, der auch sagt, er hat da ein paar wenige Kontakte im Land selbst, wo er sagt, da kann ich jemanden, den... Ja, es kommt kein anderes Beispiel, den Ali anrufen und der hat ja Connections. Und also da bin ich ein Freund davon, da nicht ganz kalt reinzugehen, sondern immer wieder in dem jeweiligen Land da zumindest ein, zwei Kontakte zu haben. Ja, und das denke ich mir auch, weil das ist ja, aber das ist ja das Komoot kannte, der ja im Sinne nur so ein bisschen was bieten. Das kann nur eine Strecke geben, aber den Kontext zur Strecke, den kann dir dann halt nur ein Local geben. Deswegen, das finde ich ein spannendes Thema.
Also lasse ich mich auch da leiten. Wie gesagt, wenn ich so ein Komoot sage, du läufst jetzt hier die Straße X und dann merke ich plötzlich, oh, der Weg Y, da ist ja viel reizvoller, da sind ja viel, viel mehr Häuser und viel, viel mehr Menschen, dann wähle ich natürlich die Variante. Ja, klar. Also, klar. Wie schaut da eigentlich die Logistik oder die Vorplanung, weil du es gerade angesprochen hast, genau aus? Ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht, wie das wir als total gute Vorplaner so gewohnt sind, hergehen auf Komoote am Samstagabend mal mit einem Rotwein hinsetzen und sagen, so, klicke die Klick, 30 Minuten später, oh, 700 Kilometer, sieht gut aus, wann geht der Flug? Sondern wie umfangreich, wie detailliert gehst du die Planung, also in der Strecke gesamt an, Kontaktpersonen, Aufenthalte, also wie akribisch bist du da in der Planung? Also du wirst lachen, Peter, ich bin genau so vorgegangen. Ich habe ja vor Etappe 1 habe ich einen Prolog gelaufen, so als Vorbereitung von Straßburg, Europaparlament Straßburg bis nach Berlin, also einmal quer durch Deutschland. Und da war es echt so, da habe ich diese 17 Tage habe ich ganz genau geplant. Tag 3 bin ich in der Stadt, habe ich die Vorträge abends auch noch minutiös geplant, wann ich die Schulen besuche, wann ich wo jeden Abend bin. Und ich habe gemerkt, du hast ja auch noch überall Vorträge, die musst du ja auch vorplanen. Und da habe ich es genau so gemacht. Ich habe die Vorträge geplant, ich habe die Etappenorte geplant, ich habe die Route geplant. Es war so stressig. Und dann bin ich übergegangen, dann war ich irgendwann. Also in Berlin bin ich dann so weitergelaufen. Ich habe gemerkt, dann irgendwann in Österreich, in der Slowakei, oh nee, komm, lass. Ich plan gar nichts mehr. Also ungefähr, wann ich ankomme, wann ich einen Rückflug habe und lass mich einfach mal treiben. Und es war so geil. Ohne Termin in die Schulen gehen, spontan Vorträge halten, gucken, wo kommen Kontakte, wo kommen Einladungen, wo kommen Gespräche zustande. Und das habe ich in Asien so gemacht. Und es ist so, und so gehe ich auch weiter vor und sage, ich laufe jetzt hier los, habe ein Startdatum, habe ungefähr einen Zielpunkt, wann ich ankomme. Und dazwischen lasse ich mich einfach treiben. Aber wenn du Vorträge hältst, also im Rahmen dieses Projektes, wenn du da spontan in Schulen gehst, mit irgendwem telefonierst oder Kontakt aufnimmst, der halt aus der Gegend ist oder was nicht, wahrscheinlich über Social Media, Fragezeichen, dir ortsansässige Kontakte knüpfst, auch vorher und sagst, hallo, ich komme da vorbei, ich würde gerne einen Vortrag machen oder auch nicht, dann ist es ja etwas. Da schmeißen dir ja Menschen nicht mal tausende Euros entgegen, wenn du sagst, ich bin jetzt mal spontan in der Schule, im Gegensatz zu, wenn ich das jetzt da alles vorplane und mich buchen lasse für einen Firmenvortrag und so weiter und so fort. Wie, also ist es dann quasi eine Sache, die du einfach so machst und das Ganze quasi muss ich danach rentieren? Also ja, du machst es aus einem hehren Ziel, aber wie ist das Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell ist zum einen, dass ich sage, ich habe meine geplanten Vorträge, also nicht, wenn ich laufe und sage, ich bin da mal im Ort X und gehe da spontan in eine Schule, sondern wenn ich sage, ich bin jetzt hier zum Beispiel und habe jetzt Mai, Juni, Juli in Deutschland, habe ich viele Firmenvorträge, also klassische Keynotes, Motivationsvorträge. Ich gehe geplant dann auch in Schulen und auch diese Schulvorträge sind bezahlt durch Sponsoren und Förderer und Gönner. Also das ist ja ein Geschäftsmodell, das ist eben ganz wesentlich meine Vorträge oder auch meine Bücher. Als natürlich jetzt auch immer stärker, das vorhin auch angemerkt, das Ortsunabhängige. Also ich habe jetzt Online-Kurse entwickelt. Also die letzten 2 Jahre Corona war ich nicht ganz so faul. Oder ich habe mir natürlich auch dann Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel mein Wissen, meine Erfahrungen anderweitig weitergeben? Da sind Online-Kurse entstanden, da ist ein eigenes Programm entstanden, die Adventurer Masterclass. Also auch da habe ich mich Corona-bedingt durch viele Arschtritte dann weiterentwickelt. Und wir verlinken das Ganze auch, also falls ihr jetzt irgendwer, ihr müsst das jetzt nicht mitschreiben, das ist nämlich auch während dem Longrun nicht ganz so sexy. Also viele Menschen schreiben sich dann währenddessen am Unterarm irgendwelche Sachen auf Split-Seiten und Webadressen. Ich hätte mir aber schon erwartet, wenn man quasi ein engagierter Hörer des besten Laufpodcasts der Welt ist, dass man sich schon die Zeit nimmt, dass man jetzt stehen bleibt und mit dem Messer irgendwie den Unterarm ritzt.
Mit dem Zirkel bitte. Mit dem Zirkel, natürlich. Alles andere ist keine Liebe zu dem Podcast. Aber wir werden es natürlich verlinken, also jetzt da auch den, das Projekt an sich, die Webseite und auch diese Adventurer Masterclass, also die Online-Vortragsreihen oder Programme, die ihr auch irgendwie genau quasi den Zeitgeist treffen, wenn ich das jetzt da richtig sehe, weil es ist im Endeffekt, es ist eine auf Menschen angepasste Vortragsreihe auch, also wo du wirklich verschiedene Module hast, was du da durchhören kannst, also die jetzt nicht irgendwie ein lustiges, ich nehme mal schnell mit der GoPro mich zu Hause im Keller auf Geschichten. So. Nein, also ich sage bewusst, so habe ich es ja für 15 Jahre, habe ich mir das selbst alles selbst angeeignet, sozusagen. Ich habe Unternehmensberater-Job, ich war BWLer und ich habe gar keinen Bock auf diesen 9-to-5-Job und wollte von Ich habe gemerkt, die Passion liegt beim Laufen, die liegt beim Reisen, beim Unterwegssein. Und ich habe einen Weg und einfach Möglichkeiten für mich gesucht, erstmal, wie kann ich davon leben. Und ich habe das jetzt einfach so die letzten 15 Jahre, mache ich das jetzt selbstständig und als Unternehmer. Und das jetzt einfach weitergeben, weil mich auch immer mehr Menschen fragen, wie machst du das? Ich habe jetzt auch mal so eine coole Tour gemacht, bin da mit dem Rad von A nach B gefahren. Wie machst du das da mit Sponsoren finden? Wie hältst du denn einen Vortrag? Wie kriegst du überhaupt eine Bühne da? Oder wie schreibst du ein Buch? Und da habe ich gedacht, okay, dann gib doch das einfach mal weiter. Und so ist es jetzt auch mit der Adventurer Masterclass entstanden. Wie schreibt man ein Buch? Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein Zettel und ein Bleistift und los geht's. Es ist genauso die Frage, wie schaffst du einen Ultra zu laufen? Nehmen wir, fangt zum Laufen an und hört halt nicht auf. Also ich meine, das ist ja faul zum Aufhören sein. Also, richtig. Also ich meine, das ja. Gut, es tut mir leid, wenn ich jetzt den Quintessenz deiner Masterclass erklärt habe und die Leute nein, aber genau okay. So ist es. Dann geht mir all die Schuld. Und das Geld. Richtig. Vergessen. Und das Geld. Ich schicke dir dann unseren PayPal-Konto, damit du das dann dort verlinken kannst. Die Quintessenz der Masterclass in nur 15 Sekunden. Das Fazit von Flo. Nicht zum Schreiben und zum Laufen. Sehr aufhören. Schön. Nee. Okay. Das heißt, im Endeffekt, diese Projekte, die du machst, also du dein Butter- und Brot-Job im Endeffekt ist alles andere und die Projekte sind dann quasi die Herzensangelegenheit, die zwar als Nebenprodukt natürlich neuen Content oder neues Futter liefern für den Rest, aber die leben eigentlich nur für den Augenblick selber, also für das, dass du auch wirklich deine Passion ausleben kannst. Schon, ja. Also klar, Seven Continents ist schon immer mehr mein Herzensprojekt. Da habe ich jetzt letztes Jahr nochmal eine eigene Akademie gegründet und eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft als eigenständiges Rechtsform, als eigenständiges Unternehmen für junge Menschen. Ich merke einfach, das triggert mich, das treibt mich an, da habe ich einfach Bock drauf. Und was mich auch immer mehr antriggert, ist jetzt vorletzte Woche, kam auch ein junger Mann, wobei Anfang 30, so jung ist er nicht mehr, der sagt, er möchte jetzt im Juli die Panamericana fahren, möchte aber jetzt nicht nur für sich fahren, sondern er möchte damit ein... Das ist mit dem Rad von wo nach wo? Das ist im Rad, also nicht laufen, das ist im Rad, aber dieses Projekt zu sagen, er möchte das für eine gute Sache tun und er sucht dafür Unterstützung. Und genau diese Fragestellung... Und dann zu sagen, ich helfe jemandem, der sagt, er möchte mit so einem Ausdauer, ich nenne es einfach mal so Ausdauersportprojekt, kein Laufprojekt, aber ein Ausdauersportprojekt, was Gutes tun und sagt, cool, ich kann jemandem helfen, mit seiner Passion, ähnlich wie bei mir, was Gutes in die Welt zu bringen. Das finde ich. Und das finde ich auch gut, weil im Endeffekt ist ja relativ egal, ob man es jetzt laufend oder mit dem Radl macht oder mit dem Einrad, irgendwer ist um die Welt mit einem Einrad gefahren. Okay. Im Endeffekt geht es ja bei all den Dingen um dasselbe. Der Kern ist ja dasselbe, es ist nur eine andere Ausführung. Es geht darum, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, etwas zu leisten, was vielleicht außerhalb der Komfortzone von 99% der Menschen ist und einfach die Welt zu erleben und irgendwas mitzubekommen. Und dann ist es fast egal, mit was man das tut, denke ich mir. Ja.
Ich glaube, für uns ist es das Laufen, für uns ist es das Laufen, wir sagen, das ist einfach das Geilste. Zu Fuß die Welt erkunden, die Welt entdecken, auch so, sag mal, euer Titel, und der andere sagt, okay, für mich ist es das Rad oder das Moped oder was auch immer. Ja, ja. Voll. Ja. Und was jetzt, gehen wir davon aus, du hast alle 7 Kontinente erfolgreich absolviert, du hast deine Fragen abgegeben und das Projekt ist irgendwie, wie sagt man in Deutschland so schön, eingetütet. Peter verfallt gerade. Ja, was soll ich sagen? Ich habe viel mit Deutsch zusammen. Eingetütet, das ist total Knorke. Ja, das ist also ein dufter Ausdruck hier. Ja, nicht? Richtig, richtig, ja. Wir sind ein transalpiner Podcast. Wir müssen auch. Wurscht, egal. Nein, müssen wir nicht. Okay. Sagen wir, das Projekt ist fertig. Mhm, danke. Also, Die klassische Frage natürlich, was danach, weil ich meine, jetzt bist du 180 Kilometer um den Block gelaufen, Reunion, Wettkämpfe, die krassesten gemacht, alle Kontinente belaufen. Was dann? Du, ich weiß es nicht. Ich lasse mich da auch wieder einfach so ein bisschen vom Herz treiben. Und wenn nach New York, nach Ende, und wenn Herz oder Kopf sagt, du, ich brauche Pause, ich habe mal 3 Jahre Bock, gar nicht zu laufen, dann ist es so. Vielleicht sage ich auch, ich mache jetzt einfach ein bisschen organisierte Genussläufe, so wie Innsbruck oder einfach coole organisierte Trailruns und sage, okay, ich brauche gar nicht mehr die großen, langen, eigenen Geschichten. Ich weiß es nicht. Also ich lasse mich einfach ein bisschen treiben und schauen. Was soll von den 7 Continents überbleiben? Was bleibt? Außer dem Buch? Außer dem Buch und dem Film, der Klassiker, ja, ein Buch und ein Film. Nee, deswswegen habe ich ja die Akademie gegründet und gesagt, die Akademie ist ja da, dass wir sagen, unabhängig jetzt von dem Lauf, wo ich gerade bin, ob ich fertig gelaufen bin, die bleibt und da wollen wir langfristig junge Menschen inspirieren, begeistern, ermutigen, selbst was in die Welt zu tragen. Ein eigenes 7 Continents Projekt, einer sagt vielleicht, ich möchte selbst einen Verein gründen, ich möchte was für Klimaschutz tun, der andere sagt, oh, mir liegen die Bienen so am Herzen, ich möchte ein Bienenprojekt starten. Also wir wollen die jungen Menschen mit der 7 Continents Academy wirklich langfristig bewegen, selbst einen eigenen Beitrag zu leisten. Und das ist, ob ich jetzt gerade in Asien laufe, in Australien laufe oder in den USA bin, irgendwann ist der Lauf fertig, aber die Akademie, die wird weiter bestehen. Ja, das ist ja, warum ich jetzt so vorher die Frage so gestellt habe, ist, weil das ja auch, wenn ich jetzt an die Motivation denke, weil ich schätze mal, dieses Projekt, man merkt es ja auch, liegt dir sehr am Herzen, das heißt, das motiviert dich auch sehr, dass du ein bisschen zumindest trainierst, dass du da irgendwie, es ist ja auch körperlich eine Herausforderung, das braucht man ja überhaupt gar nicht kleinreden. Und darf ich da ganz kurz einhaken, ja. Körperliche Herausforderung, wie lang sind die Tagesetappen eigentlich, das haben wir gar nicht noch gefragt. 20 also, Kilometer, 200? 200 nicht ganz. Nee, die bei Europa waren sie, da war ich noch so im klassischen Modus, um höher, schneller, weiter, da habe ich so im Schnitt, Europa waren zwischen 40 und 60 Kilometer pro Tag. Und in Asien, wobei gut in Asien bedingt, wenn du in Indien unterwegs bist, du kriegst alle 2 Minuten Tee, come on, dann und dich auf die Begegnungen einlässt, dann bleibt natürlich am Tag weniger Zeit zum Laufen. Also in Indien und in Asien wurden die Etappen dann kürzer, dann waren es am Tag vielleicht noch so 20, 25 Kilometer. Aber für mich okay, das ist eine Erfahrung so, eben nicht so diese krassen langen 50, 60 Kilometer, sondern auch mal ein bisschen weniger. Vor allem, wenn es dir ja um die Begegnungen geht und um die Menschen geht und das eigentlich geht, ist ja quasi fast dann egal, wie viel du laufst. Und ich sage mal, es ist noch immer schwer vorstellbar, dass man den ganzen Kontinent in 20 Kilometer Etappen durchläuft für den Otto-Normal-Menschen. Aber es ist zumindest eine Distanz, die irgendwie greifbarer ist. Also da hört man nicht gleich, okay, lauf 25 Kilometer und dann denkt sich, oh mein Gott, das ist unmenschlich, sowas schaffe ich auch nie. Das ist wirklich irgendwie näher, würde ich sagen. Mhm. Aber ich habe dich unterbrochen, Flo. Genau, was ich eigentlich hinauf wollte, ist und dann schließen wir so ein bisschen wieder den Bogen vielleicht zu Anfang, ist das Thema Motivation. Also nochmal, um auf den UTMB zu kommen, ich habe viel über das Thema Motivation nachgedacht und für mich war schon so dieses, meine Karotte war lange Zeit dieses, ich muss weiter, ich will irgendwann einmal 100 Meilen laufen. Und wenn man das dann einmal habe ich es ja zumindest schon geschafft, und wenn man das dann irgendwie schon geschafft hat, fällt mir in so ein ich will nicht sagen ein Loch, aber muss eine neue Ebene der Motivation irgendwie für sich finden und dann trotzdem noch weiterzumachen. Zumindest war das, was ich in den letzten Wochen festgestellt habe. Und ich habe mir gedacht, bei dir mit diesen 7 Kontinenten und ein Projekt, das wirklich über Jahre hinweg geht,
diese neue Ebene der Motivation zu finden, ist wahrscheinlich dann eine schwierigere Aufgabe als jetzt bei 100 Meilen bei mir oder so. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie so. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist immer sehr individuell. Ich glaube, wenn du krampfhaft danach suchst, oh, ich brauche jetzt eine neue Motivation, ich glaube, es muss von innen kommen. Und bei mir war es eben meine Tochter. Und ich jetzt sage, ich habe da noch ein Bild von meiner Tochter dann im Laufrucksack oder meiner Laufweste immer dabei. Und ich immer so dieser Gedanke, okay, später, jetzt bin ich 44, später in 10, 20, 30 Jahren will ich mir nicht vorwerfen lassen müssen, du Papa, warum hast du damals nichts getan? Du hast es doch, ihr habt es doch alle gewusst. Und wenn ich das weiß und mich da reinfühle und denke, hey, klar, deswegen mache ich das, deswegen stehe ich morgens auf, deswegen halte ich Vorträge, deshalb laufe ich. Und klar, vor 10 Jahren war mein Motiv auch noch anderes. Da war es auch so, höher, schneller, weiter, läufst für dich, 100 Meilen, scheiß drauf, nee, es müssen mehr sein. Ich glaube, das darf sich verändern, das wird sich verändern. Und meine Erfahrung ist, wenn das, je stärker das von dir als Person weggeht und sagst, du hast was anderes, was dich motiviert, das ist vielleicht, ja, Weltfrieden oder ein bisschen dramatisch formuliert, vielleicht ist es die Tochter, vielleicht ist es irgendeine Sache für oder gegen etwas, aber was außerhalb von dir liegt, weg, bisschen zumindest weg vom Ego geht, glaube ich, ist es nicht verkehrt. Und das treibt mich viel, viel stärker an, als wenn ich sage, oh, ich will es da für mich um den Mont Blanc laufen, nochmal, nochmal und nochmal, vielleicht nochmal eine halbe Stunde schneller. Mag für jemand anders vielleicht funktionieren, für mich hat es nicht mehr funktioniert und meine Erfahrung ist einfach, je weiter das weg von dir geht, von deinem Ego geht, umso besser funktioniert es von der Motivation. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube nur nicht, dass ich gefühlt dann dort bin, aber ich glaube schon, dass es ein Weg ist, den man irgendwie durchschreitet. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin gerade dort und ich suche intensiv und vielleicht, das habe ich auch schon gedacht, vielleicht suche ich zu intensiv, aber wie das halt oft mal so ist, wenn man inmitten dieses Dinges, man sieht dann irgendwie nicht mehr links, rechts und ja, ist dann halt irgendwie einfach so. Aber ich finde das spannend, weil das ist halt einfach dieser Facettenreichtum des eigentlich relativ simplen Sports, ein linker Fuß, rechter Fuß, das ist ja, und das ist irgendwie spannend. Ja. Ja, so viele, ich glaube, unterschiedliche Perspektiven, Philosophien, Zielsetzungen. Und ich glaube, das Schöne ist ja, das geht ja nicht um schneller oder um besser und schlechter. Ich glaube, es ist einfach nur anders. Und ich glaube, jeder Mensch, jede Läuferin, jeder Läufer hat so seinen eigenen Kosmos. Und dann auch bei eurem Laufpodcast so viele unterschiedliche dann Typen und zu hören und zu lernen. Und ich glaube, bei jedem eurer Folgen ist was dabei, wo du sagst, hey, cool, der Typ oder das Mädel oder die Frau hat mir vielleicht gar nicht so gefallen, eine ganz andere Sichtweise, aber diesen Aspekt habe ich für mich persönlich mitnehmen können und ich glaube, dann hat sich schon gelohnt. Ja, und das Spannende ist, wenn du die Leute halt dann vor dem Mikrofon hast, ist, dass du eben, da hörst, wenn ich da denke, wir haben einen Schickelgruber gehabt, der quasi eine Uhr hat, weil es ihm sein Kind oder sein Enkelkind irgendwann gekauft hat, aber eigentlich mit dem überhaupt nichts zu tun haben will und wirklich seit Jahrzehnten nur läuft, weil im Lauf einfach Spaß macht, egal wie weit das ist, das interessiert ihn einfach alles. Er läuft, weil er läuft, Punkt. Aha. Hin zu Leuten, die halt sehr akribisch sind und alles hat irgendwie was und alles funktioniert für die Leute und es ist mir auch ganz wichtig, es geht halt nicht um gut oder schlecht, bist du nicht schlecht, nur weil du 5 Kilometer versuchst in 13 Minuten zu laufen. Wenn dich das antreibt, soll es so sein und wichtig finde ich ist nur, dass man entdeckt, für was man das macht. Das war auch einer der Gründe, diesen Podcast eben laufend entdecken zu benutzen, eben auch wegen diesem Wortspiel, dass es halt darum geht, dich kontinuierlich neu zu entdecken und da irgendwie zu wachsen. Das ist, um das geht es irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, es ist ein, wenn man so jetzt schon so ein Schlussfazit so mit, aber ich glaube so, es geht schon um persönliches Wachstum und einfach Weiterentwicklung und ich glaube, das Laufen, unser Sport kann da einfach eine schöne Möglichkeit sein, um immer weiter zu wachsen, immer sich weiterzuentwickeln. Ja. Und der große Vorteil, Großpeter, der große Vorteil des Ultralaufs ist, man hat sehr viel Zeit, drüber nachzudenken. Ja. Und das ist vielleicht, ich finde das immer doof, wenn Leute von ihrem Sport reden, wie einzigartig er ist, aber ich finde das jetzt doch, beim Fußball habe ich jetzt nicht so die 2 Stunden Zeit, mir über das Leben Gedanken zu machen, aber wenn ich dann nur 2 Sekunden nachdenke, dann kriege ich schon eine Blutgrätsche von links.
Kurze Frage an dich, du kennst, also als Flo, du kennst ja den Toni Polster in seinen besten Zeiten. Ich glaube, der hat einfach 85 Minuten da wirklich über irgendwas nachgedacht, weil bewegt hat er sich nicht. Der war sein mit sich. Ja, ich glaube, der hat diesen Tarnmodus gehabt. Einfach nicht bewegen, dann vergessen die Menschen, dass ich da bin und dann zack und da. Aber zu diesen ganz langen Dingen, denkst du dich leer dabei? Ja, nein. Also ich ertappe mich, glaube ich, das könnt ihr nachvollziehen, wenn du sagst, du bist so in seinem Alltag drin und ich schnür mir jetzt die Laufschuhe und ich gehe jetzt raus, dann bin ich so noch voll verkopft, voll im Denken und voll hier. Aber je länger ich laufe, je weiter weg ich von zu Hause komme, umso leerer werde ich. Wenn ich sage, ich bin jetzt mal so einen 7., 8., 12. Tag in der Wüste oder ganz woanders, dann merke ich, wow, da oben rattert es nicht mehr so schnell, ist alles langsamer, ich bin entspannter, ich bin in einer ganz anderen Welt. Und das ist so, das finde ich, das ist bereichernd, dass ich immer sage, ich laufe und laufe und laufe und denke gar nichts mehr. Mhm. Und, also, wenn du sagst, du laufst, weiß nicht, du bist ja auch durch die Wüste Gobi gelaufen, wenn ich jetzt da nicht ganz am falschen Dampf bin, dass du da sagst, ich laufe mich quasi leer und dann bin ich im Jetzt hin und hier und alles ist quasi verlangsamt, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Mhm. Wenn du jetzt aber so eine Geschichte machst wie die Seven Continents, wo du ja zwar lange läufst und jeden Tag läufst, aber immer mit Menschen agierst und interagierst, dann hast du ja, also einerseits laufst du lange und könntest sagen, du laufst leer, andererseits bist du dauernd in der Interaktion und hast neue Eindrücke. Erstens, also zwei Fragen dazu. Erstens, wie unterscheidet sich das? Und zweitens, wie hart ist bei beiden Dingen dann die Detonation, wenn du wieder zu Hause bist, im normalen Leben? Ich fange mal mit der ersten Frage an. Es ist natürlich nochmal ein Stück für mich persönlich herausfordernder, weil ich sage, ich habe neben dem Laufen habe ich noch die Interaktion, die Menschen, und ich habe gerade, ich meine, Indien war natürlich ein Extrembeispiel, glaube ich, keine ruhige Minute, nicht mal abends auf meinem Zimmer zu sagen, also dieses Abschalten, sagen, boah, jetzt habe ich Zeit für Regeneration, Beine, Füße verarzten, und es fällt dann teilweise komplett aus, weil du so immer noch mit Menschen und dann auch das Dokumentieren, so, oh, das Gespräch irgendwie festhalten und die Stimme die Begegnung, also ist es de facto für meinen Kopf, definitiv herausfordernder, als jetzt zu sagen, ich laufe alleine durch eine Wüste, weil ich sage dann, ja, dann laufe ich, da habe ich Stille, äußere Stille, innere Stille. Aber wenn ich jetzt sage, ich laufe, vielleicht nicht jetzt irgendwo, ich habe auch in immer wieder Etappen bei Seven Continents, wo ich sage, dann laufe ich jetzt mal einen halben Tag durch Wald oder durch Natur, da ist jetzt wenig, ein bisschen Dörfer, aber ich suche mir ja schon Strecken, wo Leute sind, wo Leute leben. Und also das macht das Ganze schwerer. Und dann Teil 2 oder zweite Frage, ist es auch wie so ein Overload, wenn ich dann nach Hause komme und sage, boah, krass, diese vielen, vielen Eindrücke, und jetzt kommst du an und jetzt hast du so wieder, soll der Alltag beginnen, dann Tochter zur Schule bringen. Also diesen massiven Overload und Informationen und jeden Tag was anderes, was Neues, das Rad ist ganz schnell und jetzt kommst du an und jetzt auf einmal wieder ist für mich die Umstellung, dieses Ankommen dauert für mich nochmal länger, als wenn ich jetzt aus so einer, ich sag mal, Wüstentour heimkomme. Ich finde das schon arg, wenn wir nur ein Wochenende wo sind und bei einem Rennen sind, wo jetzt auch nicht super ruhig ist, aber selbst da die ganze nächste Woche merkst, wie der Kopf irgendwie noch in den Bergen gefangen ist und noch am Runterklettern ist, während du eigentlich schon in der verrückten Stadt wieder sitzt. Und das muss ja dann mal 20 sein, wenn du sowas erlebst, wie das, was du erlebt hast, ja, oder also erleben wirst. Wenn du sagst, du bist jetzt da in dieser Parallelwelt UTMB, du warst auch dreimal dort, du bist jetzt da, weiß nicht, 4 Tage und das sind alles nur Wahnsinnige um dich herum, die alle dasselbe Spirit in dir haben, und du kommst dann nach Hause und du erzählst es und jeden interessiert es auch mal so für 10 bis 25 Minuten im besten Fall, also je nachdem, wie wohlgesonnen sie dir sind, und wenn du es dann das 8. Mal bringst in den nächsten 2 Wochen,
Sogar die Mama schaut schon mit übertretenen Augen und denkt sie, geh bitte, kannst bitte endlich wieder normal werden. Ja. Und wenn das, wie lange dauert es dann, wenn du so lange unterwegs bist? Ich sag mal so, ich hab ja auch gelernt, dass, wenn du gerade sagst, ob es die Mama ist oder Freunde, dass einfach die das nicht erleben, die weiter ihren Alltag haben und dann sagen, klar, interessieren sie sich für dich, stellen da vielleicht ein, zwei Fragen und ich erzähle auch, aber dass es nicht jetzt tagelang nur um UTMB oder nur um diesen Lauf, um das Abenteuer geht, dass sie natürlich das nicht erlebt haben. Und also ich hab gelernt mit der Zeit, es einfach so anzunehmen und zu sagen, es ist halt so, wie es ist. Und es ist wirklich ein Schatz, dass wir sowas erleben dürfen, was vielleicht nur ganz wenige, relativ wenige Menschen so erleben dürfen, und diesen Schatz zu hüten und sagen, okay, wenn mich jemand fragt, erzähle ich gerne, aber ich halte es nicht mehr, glaube ich, stundenlangen Monolog und erzähle da, wenn ich merke, die Leute interessiert es nicht wirklich. Das habe ich mir mit der Zeit auch angewöhnt. Also man muss niemanden auf die Nase binden und lustigerweise ist dann meistens so, dass irgendwer andere erzählt, was ich nicht schon alles getan habe, als dass ich das dann irgendwelchen Leuten erzähle, die ich gar nicht kenne. Da heißt es, der Verrückte, der läuft zu viel. Ja, und hörst du den Podcast an? Da erzählst du die ganze Zeit davon. So bekommen wir Zuhörer. Geil. Geil. Ja, und wenn ich jetzt... wir haben schon öfters gesagt, es stehen ja noch Kontinente aus, und wenn ich das jetzt, ich bin jetzt Feuer und Flamme für das Projekt, und wo kann ich das verfolgen, wo kann ich dich da verfolgen, anfeuern, zujubeln? Mitlaufen. Mitlaufen. Ja klar, also ich habe auch schon Mitläufer gehabt, Mitläuferinnen und Mitläufer. Also zum einen natürlich auf der Seven Continents Projektseite, die ja sicherlich in den, wie es immer schön sagt, in den Shownotes. Wir können nicht so wie die YouTuber sagen, hier unten in den Shownotes, weil das ist jetzt irgendwie, aber in den Shownotes werden sie drinnen sein, ja. Ja. Genau, also Projektseite Seven Continents über meine eigene Webseite, wo dann immer auch über das Projekt informiert wird oder wo ich gerade bin, vielleicht auch mal mit einem Schulvortrag oder Vortrag, öffentlichen Vortrag. Ja, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, also klassische Social Media, wer da mehr folgen möchte, und wo ich natürlich auch über das Projekt erzähle und was mich gerade so umtreibt und antreibt. Also gerne folgen. Ja. Super. Wie weit im Vorhinein planst du quasi die Etappen? Also wenn jetzt irgendwer sagt, weiß ich nicht, ich bin jetzt da in Amerika und ich weiß, der Kontinent ist noch offen. Ich würde gerne ein Stückchen mitlaufen. Kannst du jetzt schon sagen, da bin ich in 17 Monaten am 4. Mai, kannst mitlaufen? Oder sagst du, das weiß ich erst 3 Wochen vorher, dass es jetzt wirklich losgeht? Keep me updated irgendwie. Ja, also Grobplanung ist schon natürlich schon länger da kann ich schon sagen, jetzt nächstes Jahr geht's zum Beispiel eben Ozeanien 2023, aber ich habe jetzt auch kein Detail, dass ich jetzt sage, jetzt der 17. April 2023 starte ich in Sydney. Also das ist wirklich, das mache ich mittlerweile teilweise 7-8 Wochen im Voraus. Und würde es dann über die jeweiligen Kanäle bekannt geben, sodass die Leute dann wissen, da startet er und dann kann ich umgehen. Und dann kann man dich ja wahrscheinlich auch über Instagram oder was auch immer irgendwie kontaktieren, und dann findet man heraus quasi, wo du bist und kann dir mitlaufen und dir zujubeln und sagen, zum Lauf entdecken Podcast gehört. Ja. Genau, dort habt ihr es als erstes gehört. Richtig. Und auf deiner Webseite findet man natürlich auch, wenn man sagt, ich mache irgendwie auch coole Dinge in meinem Hobby. Ich möchte das bitte gerne auch mitteilen, diese Masterclass. Also glaube ich auch die Anmeldung direkt auf der Webseite, da kann man sie durchklicken. Und ich muss, wenn ich mir die Webseite anschaue, sie ist zwar jetzt unter Anführungszeichen, die niemand sieht, also mir, der es gerade macht, eine klassische Scroller-Webseite, die halt jetzt momentan modern ist. Aber man findet dort Dinge. Also Leute, ihr braucht es nur auf die Webseite vom Norman gehen. Ihr findet da wirklich Sachen. Es ist nicht so, dass ihr nur mit, was nicht, Zaubersalz und dreimal links drehen die wichtigen Infos findet, wie das halt so auf vielen Webseiten üblich ist. Also sie ist tatsächlich sehr übersichtlich. Ja. Und sie wird noch übersichtlich. Ich lasse sie gerade überarbeiten. Also will noch gar nicht mehr sagen. Ich denke,
Ja, aber sie ist auch jetzt schon, also ich habe mich sofort zurechtgefunden und das geht mir nicht auf allen Seiten. Das heißt, so. Der Peter ist jetzt nicht bekannt dafür, sich zurechtzufinden. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Und deine Bücher, damit ich auf die auch noch zu sprechen komme, ich meine, du wirst sie wahrscheinlich auch selber vertreiben, Fragezeichen? Ja. Ja? Also die Seven Continents Bücher, in der Tat, ich habe jetzt gleich zwei geschrieben, über die Robert habe ich ein Reisebuch geschrieben und ich habe so ein kleines Inspirationsbuch geschrieben und die beiden vertreibe ich komplett selbst. Okay, also gerne auf meine Webseite, gerne mir eine Nachricht schreiben, ich habe ein Bestellformular auf der Webseite, wer das haben möchte, also gerne mir direkt schreiben. Und die anderen Bücher wahrscheinlich über die bekannten Buchhandelskanäle, online, offline, wie auch immer. Ja, genau. Einfach checken, weil es sind mittlerweile ja doch, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann müssten es irgendwie 9 Stück sein oder so. Ja, genau, gut gezählt. Ja. Es ist noch einstellig, das geht noch, sich aus. Ich arbeite dran, dass es anders wird. Der Vorteil beim Peter, er kennt sich zwar nicht immer aus bei Dingen, aber zählen kann er. Zählen kann er wirklich gut. Ja, ich wurde nämlich auch schon bei 1, 2 oder 3 angefragt, weil zählen kann ich. Er muss nämlich immer wissen, wie viel Bier er schon getrunken hat, deswegen hat Zählen einfach schon von jeher gut funktioniert. 1, 2, viele. Yes. Viele, 1, viele, 2, viele, viele. Genau so. Geil. Na gut, dann danke ich dir, dass du dir Zeit für uns genommen hast und uns über 7 Kontinente aufgeschlaut hast. Ich finde das wirklich cool. Und danke. Okay. Ich habe noch eines. Ich habe schon einmal gesagt, du bist Columbo. Ja, und zwar, dir gehören natürlich die Abschlussworte, wenn du sagst, du willst doch etwas loswerden. Zu dir, zum Projekt, zu deinen Plänen. The stage is yours. The stage is yours. Also so ohne diese klassische, ihr habt ja schon sehr schön, was ich mache und wo man mich findet. Der Klassiker, jetzt kommt ja am Ende so ein Pitch, was ich normalerweise bei Vorträgen auch mache. Da bin ich ehrlich, zu meinen Büchern, Vorträge und ihr könnt mich buchen. Nein, also was mir wichtig ist und ich finde, das ist auch so ein Podcast wie bei euch. Das ist auch so mal einer meiner Leitsprüche. Die Grenze ist dort, wo die menschliche Vorstellungskraft endet. Also was ich gelernt habe, so als eine Mitquintessenz aus meinen 44 Lebensjahren, ist wirklich, du kannst viel mehr, als du dir erstmal vorstellen kannst. Und was du gemeinhin denkst, ob das jetzt von einem Halbmarathon auf einen Marathon ist, von 100 Kilometer auf 160 Kilometer oder auch mal durch den Kontinent zu laufen. Ich glaube, da einfach mal mutig sein, mal über die eigene Grenze hinauszugehen oder öfter hinauszugehen und einfach mal, die nächsten Schritte zu tun und dir die Füße zu nehmen. Bisschen aus der Komfortzone rausgehen, das ist manchmal nicht verkehrt. Das hilft einem im Leben und bringt einem vielleicht weiter. Wir gehen jetzt wieder zurück in unsere Komfortzone und sagen Servus und bis zum nächsten Mal. Servus. Danke euch. Ciao. Ciao. Tschüss.